schönen guten Nachmittag für euch alle heute am Sonntag. Zwei Tage nach Brechts 125. Geburtstag. Das war am 10. Februar. Heute ist der 12. Sonntag und da gibt es ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk und zwar mit einem Gedicht von ihm. Also für ihn von ihm, Bertolt Brecht. Über den Winter, den wir ja immer noch haben. Heute nicht ganz so kalt, aber es ist eben so eine Dazwischenkälte. Also es ist schon, ich bin ja hier in der Veranda und es ist echt kalt. Es ist echt kalt, aber für Brecht halten wir durch. Über den Winter. Frühjahr, Sommer und Herbst. Wie ich euch sagte, sind den Städten ein Nichts, aber der Winter ist merkbar. Eins. Denn der Winter, lange von Dichtern der Sanfte geheißen, ist der Schreckliche wieder geworden, jetzt wie in der Stunde des Anfangs im Zeitalter. War nicht der Sommer schon unverträglich? Zwei. Plötzlich beteiligt sich auch noch der gleichgültige Himmel an der Vernichtung und kommt mit Kälte. Drei. Die Masse nach ihrer täglichen Peinigung findet zurückkehrend die Höhlen dunkel. Vier. Von jetzt ab teilen Hunger und Kälte sich in der armen Behausung. Fünf. Als ob nicht der Mensch ausreichte, den Menschen auszurotten. Bertolt Brecht, heute am Sonntag, auch wenn er trüb ist und so eben, wie gesagt, merkwürdig dazwischen kalt, wünsche ich euch noch einen schönen, kann jetzt gar nicht so sagen, Restsonntag, weil er ist ja noch ganz schön lang heute. Also, macht was Schönes oder kuschelt euch einfach an die Heizung, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Dann lieber in eine Decke einkuscheln. Bis morgen, wenn ihr wollt.